Herzlich willkommen zum neuen Video. Wie man eine elektrische Fußbodenheizung einbaut, zeige ich euch in diesem Video. Also ich habe diese Fußbodenheizung auf Amazon gekauft, sind 15 Quadratmeter, hat gekostet 340 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist eine Menge Zeug drinnen. Als allererstes brauchen wir diese Matte. Und zwar ist das Grüne, was man da sieht, ist die Heizleitung. Dieser Draht oder diese Leitung wird dann einfach warm und heizt dann den ganzen Estrich auf. So, ich brauche mal das Stanley-Messer. Das graue Kabel da ist unsere Zuleitung. Die fädeln wir dann da ein und da oben kommt ja die Steuerung von der Fußbodenheizung hin. Das aber zu späterer Stunde. Jetzt ganz wichtig, man darf diese grüne Leitung, diese Heizleitung, darf man nicht durchschneiden. Man darf immer nur dieses weiße Netz durchschneiden. Schritt 1 ist jetzt einmal diese Matte zurechtzuschneiden und überall hinzulegen, wo wir nachher Fußbodenheizung brauchen. Da zum Beispiel im Abstellkammern, da kommt dann die Waschmaschine rein, da brauche ich zum Beispiel keine Fußbodenheizung. Unter der Küche brauche ich auch keine, unterm Bett brauche ich auch keine. Die Zuleitung schiebe ich mir nachher durch eine von den zwei Leerverrohrungen da hinauf in die Dose, wo nachher die Steuerung hineinkommt. Das heißt für mich jetzt aber nur, dass ich mit der Zuleitung da in dem Eck beginne, wo die Leerverrohrung dann raufgeht. Das heißt, ich gehe da einfach mal so her, werde jetzt als erstes gleich einmal ins Badezimmer rübergehen. Wenn ich da jetzt darüber ins Badezimmer will, dann gehe ich einfach her und schneide mir nur dieses weiße Netz da einfach mit einem scharfen Stanley-Messer durch und dann kann man das Ganze da einfach so rüberbiegen. Eines ist noch ganz wichtig, man darf diese Heizleiter nie überkreuzen. Und das muss mindestens ein Abstand von 5 cm zwischen den einzelnen grünen Heizleitungen sein. Dann sind da noch so Klebebandstreifen oben. Mit dem kann man das eigentlich am Boden einmal vorher fixieren. Aus Erfahrung weiß ich, dass das aber nicht viel bringt, weil das Klebeband extrem schlecht haltet. Schaut jetzt das so aus, da überall Fußbodenheizung, wie gesagt, unter der Badewanne braucht man nicht unbedingt was, da habe ich es mir auch gespart, ja. Jetzt braucht man Fliesenkleber, welcher ist relativ egal, kauft sich da eher am günstigen. Ein bisschen Wasser in einen großen Kübel rein. Kleiner Tipp, so einen Sack kann man am besten aufschneiden, wenn man den quer herlegt, dann da vorne einen Schnitt durch, dann hebt man einfach so hoch. Dann ist der ganze Sack auch schon drinnen. Schön umrühren. Wenn der so ausschaut, hat er dann die richtige Konsistenz. Den lasse ich jetzt nur noch 2-3 Minuten stehen und dann geht es gleich weiter. Ich fange jetzt ganz hinten im Raum an, nehme mal einen großen Batzen Fliesenkleber, schmeiße den daher, nehme mir wieder eine Glättkelle. Danke an denjenigen, der mir das im Kommentar hingeschrieben hat, wie diese Dinger heißen. Und mit der Glättkelle streiche ich mir das Ganze jetzt da flach am Boden. Dabei nur aufpassen, dass man die Heizleitung nicht beschädigt und dass das Ganze wirklich flach am Boden dann aufliegt. Wenn es dann so ausschaut wie in dem Bereich, dann passt es schon. So, jetzt nehme ich ganz normal einen Bauschaum, mache mir da jetzt eine kleine Wurst drumherum, wo der Abfluss hinkommt, da wo die Armatur für die Badewanne hinkommt und da einmal die ganze Dusche. Hat einfach den Sinn, dass die ganze Nivelliermasse, die ich gleich ausschütten werde, da nicht reinrinnt und mir den Abfluss wieder zumacht. So, das graue Kabel, da ist jetzt die Zuleitung für die Fußbodenheizung. Das gehört jetzt da durch eine Leerverrohrung da durch rauf bis dorthin, wo die Steuerung von der Fußbodenheizung hinkommt. Die zweite Leerverrohrung ist für den Temperatursensor da, das ist dieses weiße Kabel. Das weiße da vorne ist der Sensor. Dafür stecke ich mir von oben eine Einziehfeder rein, klebe mir das Kabel dann da fest und ziehe mir das durch rauf, sodass der Temperatursensor ungefähr da so ein paar Zentimeter vor Ende der Leerverrohrung stehen bleibt. Und dann klebe ich mir das Ganze vorne mit Klebeband zu.
Also die Zuleitung geht da rein, da steckt der Sensor drinnen, zugeklebt, kommen beide dann da oben raus, die Zuleitung und der Sensor. Dieses Loch fülle ich mir jetzt damit auch mit Speedfaser-Estrich zu. Warum nicht mit normalem Estrich, weil der nach 24 Stunden belegbar ist. So, jetzt brauchen wir Nivelliermasse. Ich habe da Nivello Quattro von Baumit. Ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für Bodenbelege aller Art. Dann braucht man einen großen Kübel. Ich werde mir dann gleich drei Säcke auf einmal anmischen. Sauberes, kaltes Wasser. Dann nehme ich immer eine Zahnspachtel zum groben Verteilen von dem Ganzen. Anmischen durch das wieder mit meinem super Akkuschrauber. Und dann habe ich noch Nagelschuhe, die ziehe ich einfach über meine Schuhe an, dass ich auf der Nivelliermasse herumgehen kann. Und dann habe ich noch eine Entlüftungsrolle, die hat da einfach so kleine Spitzen oben. Mit der rolle ich dann, wenn ich alles verteilt habe, rolle ich da einmal drüber. Ah ja, und da ins Vorraum habe ich auch noch mit Bauschaum eine Abtrennung gemacht, dass ich jetzt einmal nur das Wohnzimmer als erstes mache. So, nächster Tag, die Ausgleichsmasse ist getrocknet. Ich habe jetzt einmal den ganzen Strom in der Wohnung abgeschalten. Jetzt gehe ich daher und schneide mir alle Kabel, die da mal sind, auf ungefähr 10 cm Länge ab. Das heißt auch den Temperatursensor. Einfach abzwicken. Die ganzen Zuleitungen. Ich habe da ja eine Starkstromzuleitung hingelegt, also mit 5 Adern. Für die Fußbodenheizung brauche ich jetzt aber nur 230 Volt. Das heißt, ich nehme da die zwei schwarzen Adern, die zwei da oben, und klemme die jetzt einmal ab. Ich könnte jetzt einfach Isolierband herumwickeln. Ich habe jetzt aber gerade keins da, das heißt, ich tue die abisolieren und tue einfach so Vago-Klemmen drauf. Die können wir schon einmal so tief, wie wir sie kriegen, jetzt in die Unterputzdose reinstecken. Jetzt haben wir dann noch drei Kabel von der Zuleitung. Einmal Neutralleiter, Außenleiter und Erdung. Das graue Kabel da geht jetzt zu unserer Fußbodenheizung. Da nehme ich mir einfach einmal ein scharfes Stanley-Messer und schneide mir ganz vorsichtig die äußere Ummantelung ein. Schau dabei, dass ich mir ja nicht die inneren Adern beschädige. Das gleiche beim Temperatursensor. So, jetzt gehe ich her und isoliere mir bei allen Kabeln einmal ungefähr einen Zentimeter ab. Ich mache das wieder mit meiner Abisolierzange. Die Adern, die jetzt von der Fußbodenleitung kommen, sind so ganz viele kleine einzelne Drähte. Die nehme ich mir jetzt her und drehe sie mir jetzt einfach einmal zusammen, damit sie ein bisschen besser halten. So, das ist jetzt die Steuerung von der Fußbodenheizung, also das ist dann das Display. Das schaut von hinten so aus. Da sind jetzt so 4 Eingänge und da auf der Seite noch einmal 2. Wenn ich da unten die Schraube nach rechts drehe, dann klemmt es da drinnen das Kabel ein. Nummer 1 und 2, die da stehen, die sind für Loads, das heißt, das ist für die Adern, die von der Fußbodenheizung kommen. 3 und 4 ist unsere normale Zuleitung und 5 und 6, die da seitlich sind, sind für den Temperatursensor. Das ganze Ding gehört ja dann eigentlich so da rein. Das heißt, ich gehe jetzt da so hin und kipp mir das da einfach so nach unten und schraube mir jetzt da so alle Adern fest und klappe das nachher so hinein. Bevor ich das jetzt aber mache, putze ich mir noch die Dose ein bisschen mit einem Stanley-Messer von der überflüssigen Spachtelmasse frei. Jetzt stecke ich mir bei 1 als allererstes den Außenleiter von der Fußbodenheizung rein. Das heißt, das ist von diesem grauen Kabel, das da kommt, der braune Draht. So, da hineinstecken und dann gibt es da... So, ich zeige euch gleich genauer, wie das ausschaut. So, also der braune ist jetzt bei 1 drin. Auf 2 gehört jetzt der Neutralleiter von unserer Fußbodenheizung. Das heißt, es ist das blaue Kabel da. Dann gehört auf 3 der Neutralleiter von der Zuleitung. Neutralleiter ist das blaue Kabel, haben wir gesagt. Der blaue Draht da hinein. Und auf Nummer 4 der Außenleiter von der Zuleitung. Das ist jetzt das braune Kabel da. So, jetzt haben wir da noch die zwei Erdungskabel. Die müssen wir nicht anschließen, sondern direkt miteinander verbinden. Dafür nehme ich mir jetzt eine Schraubklemme. Das heißt, das eine Ende einmal da reinstecken und festschrauben. Und die andere Erdung auf der anderen Seite. Jetzt sind die Erdungen auch miteinander verbunden. Jetzt haben wir noch unseren Temperatursensor.
Mit den zwei Kabeln ist egal, wie rum man sie anschließt, die können ja da auf der Seite rein. Das heißt, auch wieder einfach reinstecken und die eine Schraube anziehen. So, noch einmal in der Aufnahme. Das graue Kabel da kommt von der Fußbodenheizung. Da schließen wir das braune Kabel auf 1, das blaue auf 2. Dann von unserer Zuleitung, die wir hergelegt haben, das blaue Kabel auf 3, das braune auf 4. Die Erdungen verbinden wir direkt miteinander. Und beim Temperatursensor haben wir rot und grün, ist egal wie herum, einfach da reinstecken und die zwei Schrauben da anschrauben. Jetzt, da geht man her, haltet das hintere Teil da fest, dann kann man sich den Bildschirm so nach oben wegschieben und da vorsichtig runternehmen. Achtung, das ist da miteinander verbunden, also da jetzt nicht zu viel anreißen. Dann geht man her und biegt sich das Ganze so her, wie es hineingehört und schaut, dass man, wenn wir das jetzt hineindrücken, dass wir da kein Kabel zu stark verbiegen, aber dass alle schön verschwinden. So, jetzt braucht man solche Schrauben. Da gehört eine Schraube da links, eine Schraube da rechts hinein. Die verschraube ich da in diesen Löchern in der Unterputzdose. Darauf achten, dass die Dose da jetzt sehr gerade ausgerichtet ist. Und dann kann man mit der Vorderteil wieder hergehen, rauf tun und nach unten, dann rastet es wieder ein. Und wir haben unsere Fußbodenheizung fertig montiert. Ja, und jetzt werde ich den Strom einmal einschalten und hoffen, dass es funktioniert. Okay, schaut schon einmal ganz gut aus. 21 Grad, also da kann man jetzt die Temperatur einstellen. Was bei der Fußbodenheizung noch ziemlich praktisch ist, man kann sich eine App runterladen und das dann übers Handy auch steuern. So, ich stelle mir die Fußbodenheizung jetzt auf 30 Grad ein, damit ich den Estrich jetzt dann noch einmal zusätzlich ausheize. So, die Fußbodenheizung ist fertig und funktioniert auch. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche am Sonntag. Macht's gut, Baba!